بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أرسلك بيت الله الله زيك من هايل بمات شكاية البروفيت محمد صلى الله عليه وسلم Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und ich bezeuge, dass Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allahs Diener und sein Gesandter ist. Heute, inshallah, liebe Geschwister, sind wir beim 35. Hadith der Nawawi-Hadithe. Und der folgende Hadith, liebe Geschwister, ist von Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu überliefert. Und ich werde euch ihn kurz erstmal vortragen, vorlesen und danach erläutern, wie wir es gewohnt sind, inshallah. Abu Huraira radiallahu anhu berichtet, dass der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam Folgendes gesagt hat. Er sagte, und ich sage diesmal erstmal den arabischen Wortlaut, bevor ich ihn stellenweise übersetze. Er sagte sallallahu alaihi wasallam: Beneidet euch nicht gegenseitig, la tahasadu, wa la tanajashu, und treibt nicht gegenseitig euch die Preise in die Höhe. وَلَا تَبَاغَضُوا, und verabscheut euch nicht gegenseitig. وَلَا تَدَابَرُوا, und geht euch nicht aus dem Weg. وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بِعِ بَعْضُ, das heißt, niemand soll seinem Bruder beim Verkaufen zuvorkommen. Niemand soll seinem Bruder beim Verkaufen zuvorkommen. وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا, und seid Diener Allahs, aber als Brüder, seid als Brüder Diener Allahs. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Al-Muslimu achul Muslim. Ein Muslim ist der Bruder seines Muslims. La yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yahqiruhu. Das heißt, er behandelt ihn weder ungerecht, noch lässt er ihn im Stich, wenn er ihn braucht, noch geringschätzt er ihn, noch erniedrigt er ihn. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: At-taqwa ha-huna, at-taqwa ha-huna, at-taqwa ha-huna. Er sagte, die Gottesfurcht befindet sich hier. Und das sagte er dreimal und zeigte dabei an Richtung seines Herzens, sallallahu alaihi wa sallam. Und danach hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt: Bihasbim ri'in minasharri an yahqira akha. Es genügt einem Menschen schon an Übel, wenn er seinen Bruder denunziert oder sagt man geringschätzt, erniedrigt. Kullul muslimi ala al muslimi haram damuhu wa maluhu wa irduhu. Alles an einem Muslim ist einem anderen Muslim verboten. Sein Blut, sein Vermögen und auch seine Würde. Dieser Hadith von Abu Hurairah radiallahu ta'ala anhu berichtet, ist ein Hadith, der so wertvoll ist, dass stellenweise davon der Prophet sallallahu alaihi wasallam in der Abschiedspilgerfahrt gesagt hat. Ihr müsst euch vorstellen, unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat jahrelang Dua gemacht und jahrelang die Menschen zum Islam eingeladen und die Religion Allahs verkündet. Und jetzt gegen Ende seines Lebens, kurz vor Ende seines Lebens, bekommt er die Möglichkeit, vor dem größten Publikum zu sprechen, das er jemals gehabt hat, sallallahu alaihi wa sallam. Es war bei der Abschiedspilgerfahrt. Natürlich, Abschiedspilgerfahrt bedeutet nicht, dass es mehrere Pilgerfahrten gab. Es gab nur eine Pilgerfahrt vom Propheten, sallallahu alaihi wa sallam. Und jetzt stell dir vor, der Gesandte Allahs, der von Allah beauftragte, überlegt sich jetzt, was er den Menschen mitteilen soll. Was er den Menschen als letzte Botschaft mitgeben soll. Und er weiß, dass er wahrscheinlich nicht noch einmal die Pilgerfahrt noch einmal machen wird. Er sagte sogar in einer Überlieferung: Wahrscheinlich werde ich euch nächstes Jahr nicht mehr antreffen. Und in dieser Khutba hat er dann Teile von diesem Hadith, die Geschwister, erwähnt. Gerade dieser letzte Teil: Alles an einem Muslim ist einem Muslim verboten, sowohl sein Blut als auch sein Vermögen als auch seine Würde. Aber dieser Hadith wollen wir uns noch mal ein bisschen genauer anschauen. Erstens einmal hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam Folgendes verboten, den Neid. Aber er sagte nicht, euch ist der Neid verboten, er sagte, beneidet euch nicht gegenseitig. Und der Neid, liebe Geschwister, der verboten worden ist, ist, dass man von einer anderen, dass man sich wünscht, das, was Allah einer anderen Person gegeben hat, selbst
zu bekommen und dass diese andere Person diese Sache nicht mehr hat. Das bedeutet Neid. Das bedeutet also, du möchtest, dass die andere Person, die von Allah subhanahu wa ta'ala irgendetwas Gutes bekommen hat, zum Beispiel Vermögen oder Macht oder irgendwas oder Iman oder was auch immer, und du möchtest das Gleiche haben wie er, aber du möchtest auch, dass er das nicht mehr hat. Okay? Das heißt, du gönnst ihm das nicht, sagt man auf Deutsch. Du gönnst ihm das nicht, sondern du beneidest ihn in dem Sinne, dass du gerne seine Position einnehmen würdest. Das ist Neid oder auf Arabisch Hasad, der verboten worden ist. Und es gibt auch eine, es gibt mehrere Überlieferungen, die über den Neid sprechen, aber es gibt auch eine Überlieferung, die nicht authentisch ist, und die möchte ich euch auch erwähnen, denn es ist auch gut zu wissen, Überlieferungen, die nicht authentisch sind, damit man das weiß. Ja? Das hat viele Vorteile, unter anderem erkennt man daran, eine Person, wenn sie spricht, dass man weiß, ob das, was sie über den Propheten sallallahu alaihi wa sallam, dass das Hand und Fuß hat. Ja? Und wenn eine Person einmal einen Fehler macht, das ist kein Problem. Zweimal kein Problem. Aber wenn sie grundsätzlich ihre Vorträge oder ihre Informationen schöpft aus Quellen, die nicht auf den Propheten sallallahu alaihi wa sallam zurückzuführen sind, dann natürlich muss man an dieser Person zweifeln. Ja? Fehler passiert jedem, aber wenn man ein grundsätzliches Problem hat, zum Beispiel wenn man zum Beispiel ein Buch von das Buch von Ibn Jawzi nimmt, Al-Mawdu'at, das ist ein Buch, wo er Hadithe eingefügt hat, die alle seiner Ansicht nach erfunden sind. Okay? Und wenn eine Person dieses Buch nimmt und denkt, dass das sind alles authentische Hadithe, und er trägt daraus vor, dann weiß man, hat ein grundsätzliches Problem, weil er eine falsche Quelle benutzt. Ja? Aber wenn eine Person zum Beispiel ein anderes Buch verwendet, wo ein, zwei Sachen drinstehen, die nicht in Ordnung sind, dann hat er nicht ein grundsätzliches Problem, sondern hat er eben ein, zwei, dreimal einen Fehler gemacht. Und das ist etwas eben nicht das Gleiche. Und zwar heißt es in einer Überlieferung, wehe euch vor dem Neid, denn der Neid frisst die Hasanat, das heißt die guten Taten, die man gemacht hat, auch genauso wie Feuer Holz frisst. Oder Feuer Holz verbrennt, würde man natürlich eher sagen. Oder Feuer Gras verbrennt. Ja? Und diese Überlieferung, da ist in der Überlieferungskette eine Person, die unbekannt ist. Eine Person, die unbekannt ist. Und auch wenn dieser Hadith in mehr als einer Quelle zu finden ist, er ist zu finden unter anderem bei Sunan Abi Dawud, in Shu'b al-Iman von Al-Bayhaqi, rahimahullah ta'ala, und auch in anderen Büchern wie Musnad Abd al-Hamid. Aber der Punkt ist, was ich darauf hinweisen möchte, ist, diese Bücher, die drei, die ich erwähnt habe, die meisten kennt man nicht. Aber den einen kennt man, Sunan Abi Dawud. Und jetzt wissen wir, dass auch wenn jemand ein Hadith zurückführt auf ein so bekanntes Buch wie Sunan von Abi Dawud, dann wissen wir, das heißt nicht unbedingt, dass das, was er gesagt hat, auf den Propheten sallallahu alaihi wasallam authentisch zurückzuführen. Wir wissen zwar, die bekanntesten Hadith-Werke, die wir haben, oder die bekanntesten unter den Leuten und die wichtigsten für uns auch, sind allgemein die sechs Bücher. Einmal Al-Bukhari, einmal Muslim, dann Al-Nasa'i, dann Al-Tirmidhi, dann Abu Dawud und Ibn Majah. Diese sechs Bücher. Aber nicht alles, was in diesen Büchern drin steht, ist auf den Propheten sallallahu alaihi wasallam zurückzuführen. Ja? Deswegen muss man aufpassen, was man den Leuten erzählt. Ja, muss auch immer sagen, wo man das her hat, soweit man natürlich kann. Und auch Al-Albani, rahimahullah ta'ala, hat gesagt, dass dieser Hadith, den ich gerade in der Mitte habe, daif ist. Und der offensichtliche Grund ist die Person, die nicht bekannt ist. Aber es gibt andere genug Überlieferungen, die uns das also verdeutlichen, dass Neid eine Krankheit im Herzen ist. Und auch der Hadith, den wir schon sicherlich öfter gehört haben, in dem der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Das heißt, niemand von euch ist wirklich gläubig, bis er nicht für seinen Bruder das Gleiche mag, wie für sich selbst. Oder bis er nicht für seinen Bruder das Gleiche wünscht, wie für sich selbst. Also Neid ist ja genau das Gegenteil. Man wünscht sich der anderen Person nicht das Gleiche, wie man selbst gerne hätte. Jetzt gibt es aber eine zweite Form von Neid, die auch in den Hadithen des Propheten sallallahu alaihi wa sallam Erwähnung findet.
Und zwar, das ist die Form des Neides, dass man sich wünscht, das Gleiche zu haben wie eine andere Person, aber man gönnt es ihr trotzdem. Man gönnt es ihr trotzdem. Stell dir vor, du triffst auf jemanden, der sich in der Religion sehr gut auskennt. Dann wünschst du dir, das Gleiche zu wissen, wie er weiß. Aber du gönnst ihm weiterhin das, was er weiß. Oder du kennst jemanden, der den Koran kennt, gut lesen kann zum Beispiel. Dann wünschst du dir das Gleiche, aber das ist kein, wie gesagt, du gönnst ihm immer noch, dass er das Gleiche weiß und kann, wie du es gerne, wie du es kannst. Und nur man muss aufpassen, also beides bezeichnet man im Arabischen als Hasad. Beides bezeichnet man im Arabischen als Hasad, als Hasad. Und manchen, und deswegen heißt es in einer Überlieferung des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, wo er gesagt hat, Neid, das ist eben das Wort Hasad, ja, darf es eben zwei Dingen geben, sagt er. Zum Beispiel, er hat einmal erwähnt, dass wenn eine Person viel Vermögen bekommen hat und du siehst, dass sie dieses Geld ausgibt für Allah subhanahu wa ta'ala, dann darfst du dir auch so das gleiche wünschen zu machen wie er. Weil das ist ja kein Widerspruch, er kann das dann machen, du kannst es auch machen, wo ist das Problem? Es gibt immer genug zu spenden, immer genug für Allah zu machen. Und die zweite Sache ist, wenn eine Person Weisheit bekommen hat, gemäß der er Tag und Nacht urteilt, ebenfalls, das kann ja jede Person, also die Weisheit, die Allah subhanahu wa ta'ala den Menschen geben kann, ist mehr, als wir sicherlich aufnehmen können. Des Weiteren, liebe Geschwister, hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt, وَلَا تَنَاجَشُوا. تَنَاجَشُوا bedeutet, wie ich schon direkt übersetzt habe, dass man den Preis unnötig in die Höhe treibt, um einer anderen Person zu schaden. Das passiert, wenn man zum Beispiel bei einer Versteigerung ist und eine Ware wird angeboten und diese Ware, ein Bruder gehört, der sagt zum Beispiel, ich kaufe sie für 10 Euro und dann machst du mit dem Verkäufer aus, dass du den Preis ein bisschen mehr in die Höhe treibst, weil du weißt, der andere will das kaufen. Also treibst du den Preis absichtlich in die Höhe. Der Verkäufer sagt zu dir, vorher natürlich, bevor die Steigerung anfängt, sagt er zu dir, pass mal auf, wenn du siehst, dass der Preis sehr niedrig ist, dann biete ein bisschen mit, dass der Preis höher geht. Solltest du am Ende dummerweise doch die Ware dann gewinnen, ist kein Problem, du gibst mir das Geld, ich gebe sie dir zurück. Ja, das kann man ja sehr einfach untereinander ausmachen. Und das ist eine Art natürlich zu betrügen und um eine Art, das Geld aus den Taschen der Leute rauszuziehen. Und das kann man heutzutage auch machen. Also es gibt bekannt im Internet, gibt es auch verschiedene Formen der Versteigerung, wo man auch mit einer anderen Person das ausmachen kann. Das ist natürlich illegal. Ja? Auch bei den Nicht-Muslimen ist sowas nicht gern angesehen. Und wenn sogar nicht mal diese Prinzipien sogar aus dem Islam übernommen sind. Ja? Aber natürlich kommt man auch mit gesunden Menschenverstand darauf. Dann sagt man zum Beispiel, wenn man sieht, dass der Preis niedrig ist, sagt man, ich kaufe zu 15, dann sagt er 16, dann sagst du 20, dann sagt er 21, weil du weißt, er will es kaufen und sobald du dann bei einem bestimmten Preis ankommst, sagst du, okay, jetzt kannst du es kaufen. Und man hatte sowieso kein Interesse daran. Das ist ein Magic. Und das ist, wie gesagt, also verboten, den Preis unnötig in die Höhe zu treiben. Denn wenn der Verkäufer unbedingt möchte, dass der Preis oben ist, dann soll er eben bei einem hohen Preis anfangen und nicht das Geld unrechtmäßig aus den Taschen der Leute ziehen. Des Weiteren sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, und verabscheut euch nicht gegenseitig. Und das kommt vom arabischen Wort Burd. Und Burd bedeutet Hass. Und hier ist in erster Linie, liebe Geschwister, gemeint, dass man nicht Dinge tun soll, die Ursache dafür sind, dass man zornig wird, dass man immer den Hass. Weil wenn dein Bruder etwas getan hat, was dich, sag ich mal, auf 180 bringt, obwohl ein Muslim, der lässt sich nicht also kontrollieren von seinen Emotionen zu sehr, aber jeder Mensch wird nun einmal natürlicherweise wütend, wenn man ihn an der richtigen Stelle erwischt. Aber der Punkt ist, was dir verboten ist, eben nicht, dass du dann nicht zornig wirst, wenn man dich irgendwo an einer verwundbaren Stelle getroffen hat, sondern gemeint ist, dass man nichts tut, was einen auf 180 bringt. Das ist der entscheidende Punkt. Weil, wie gesagt, also der Unterschied ist einfach, wenn jemand schon etwas getan hat, was dich zornig macht, dann ist es nicht verwundernswert, dass man zornig wird. Aber
Verwundernswert ist, dass eine Person weiß, dass die und die Sache macht einen zornig, aber macht trotzdem. Und das ist die Sache, die verboten ist. Man sich nicht gegenseitig hasst, das heißt, dass man sich nicht, dass man nicht Grund dafür ist, dass man sich gegenseitig verabscheut. Und dementsprechend sagte er genau darauf folgenden Verbot, وَلَا تَدَابَرُوا, das heißt, الدُّبُر ist die Rückseite des Menschen, die hintere Seite des Menschen, und wieder zum Beispiel der Rücken. Wenn wir das jetzt mal mit dem Rücken besetzen würden, dann würden wir sagen, kehrt euch nicht gegenseitig den Rücken zu. Wenn eine Person, wenn man sich kracht, und dann der kracht, dann natürlich, man geht auseinander, nicht indem man rückwärts läuft, die Vorderseite zeigt, sondern man geht auseinander, der eine geht so, der andere geht so, möglichst in die andere Richtung, und das ist, was hier damit ausgedrückt werden soll. Dass man sich nicht aus dem, natürlich ist nicht nur das Bildliche gemeint, sondern allgemein, dass man sich nicht als, dass man einem Muslim nicht aus dem Weg geht, und da hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam festgesetzt, dass man sich bei Streit maximal hat man das Recht, 3 Tage sich aus dem Weg zu gehen. Also bei Streit in weltlichen Angelegenheiten hat man das Recht, sich 3 Tage aus dem Weg zu gehen. Weil hier auch der Islam berücksichtigt die Natur des Menschen, denn Allah subhanahu wa ta'ala, der uns als Menschen erschaffen hat, er hat uns erschaffen, dass wir manchmal, wenn man einen aufregt, dann ist man manchmal beleidigt. Und dieses Beleidigtsein dauert an, hört nicht sofort nach 2 Minuten wieder auf. Man braucht manchmal ein bisschen mehr Zeit, um sich wieder zu beruhigen. Und insofern hat man die Zeit auch bekommen. Wenn man zu Recht also aufgebraucht worden ist, oder aufgebraucht ist, dann hat man das Recht, sich Zeit zu nehmen, um sich wieder zu beruhigen. Nur diese Grenze ist halt gesetzt. Diese Grenze ist halt gesetzt, 3 Tage, weil das, was uns zusammen verbindet, der Iman, der Islam und die Geschwisterlichkeit, das überwiegt. Das überwiegt und das muss wieder nach 3 Tagen Oberhand gewinnen. Ja. Dann, liebe Geschwister, sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ. Also, das bedeutet so viel wie, keiner darf dem anderen beim Verkaufen zuvorkommen. Und bevor ich das jetzt kurz erkläre, ihr seht, es geht hier um verschiedene Dinge, die, wenn man ihnen auf den Weg geht, dann führt das zur Geschwisterlichkeit unter den gläubigen Menschen. Insofern, man kann auch den Hadith zusammenfassen und sagen, ihr sollt euch gegenseitig gut behandeln. Und ihr sollt nichts machen, was euch gegenseitig auseinanderbringt, was die Herzen auseinanderbringt. Ja? Aber es ist sehr wichtig auch, dass man einzelne Punkte aufzählt, damit das Ganze realistischer sich anhört und damit das Ganze praxisnäher ist. Damit ich weiß, was damit konkret gemeint ist. Und bei diesem Beispiel, liebe Geschwister, ihr sollt einen anderen nicht beim Verkauf zuvorkommen. Das gemeint ist, wenn du zum Beispiel etwas kaufen möchtest und ihr wisst, dass im Islam, wenn man eine Sache kauft, dann beginnt hat man ein Widerrufsrecht. Ja, da hat man ein Widerrufsrecht. Und dieses Widerrufsrecht gilt islamisch, solange man noch in der Verkaufssituation ist. Das heißt also, normalerweise, wenn du in ein Geschäft gehst und du kaufst deine Ware, dann gibst du das Geld und nimmst die Ware. Und solange du noch jetzt in diesem Geschäft bist, ja, hast du jederzeit das Recht zu sagen, pass mal auf, ich habe mich doch umentschieden, ich möchte die Ware doch nicht haben. Und dann kann der Käufer nicht sagen, nee, du hast schon das Geld gegeben und so, das geht nicht. Ja, im Islam nicht, das geht das nicht. Sobald er dann eben den Ort verlassen hat, sobald die Situation beendet ist, zum Beispiel aus dem Geschäft rausgegangen ist, dann natürlich ist die Sache vorbei. Dann darf er nur die Ware wieder zurückgeben, wenn der andere damit einverstanden ist. Anders ist natürlich, wenn die Ware einen Mangel aufweist, aber das ist anders nicht unser Thema. Das heißt, er hat das Recht, das nennt man Muddat al-Khiyar, man hat das Recht, diese Ware wieder zurückzugeben. Jetzt in dieser Phase, kommt jemand und sagt, pass mal auf, das, was du gekauft hast, hast du viel zu teuer gekauft. Ich kann es dir anbieten für viel günstiger. Geht das lieber wieder zurück. Das ist das, was hier verboten worden ist. Jetzt könnte man sich fragen, normalerweise ist es doch ein guter Ratschlag, den er ihm gibt. Er sagt ihm, guck mal Bruder, du hast das für 10 Euro gekauft, aber eigentlich das kostet nur 8 Euro bei mir. Du kannst es bei mir viel günstiger kriegen. Das ist doch ein guter Tipp, den du ihm sogar gibst. Aber das
was dann unter ihnen, diesen drei Leuten, passiert im Herzen, ist viel schlimmer als diese 2 Euro, die diese eine Person mehr gezahlt hat. Viel schlimmer. Und deswegen gibt es auch weitere Hadithe, die darauf hinweisen, wie wichtig das ist, dass man nicht die Herzen verletzt. Zum Beispiel hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam einen Hadith gesagt, und dieser Hadith kann jeder von uns auswendig lernen. Wir schicken auch 2 Worte. Ja, ganz kurz. Das heißt, tahadau tahabu. Tahadau tahabu. Das heißt, beschenkt euch gegenseitig, dann wird Allah euch lieben. Und das ist eine Sache, liebe Geschwister, die kann man selbst ausprobieren. Die ist ganz einfach. Die ist ganz einfach. Gerade wenn du merkst, dass eine Person zwischen dir und ihm, da ist nicht alles so hundertprozentig. Oder umgekehrt, also, oder nicht nur, dass vielleicht von deiner Seite ist alles in Ordnung, aber von seiner Seite, du weißt, irgendwas ist von seiner Seite nicht in Ordnung. Denn ihr glaubt nicht, die Geschenke sind wie ein Zaubermittel. Wie sicher. Du gibst ihm das Geschenk vom Herzen. Mit der Nähe, dass dieser Streit aufhört, damit diese Person das nicht mehr, dich nicht mehr verabscheut. Und Allah wendet sein Herz auf eine Art und Weise, das hättest du niemals hingekriegt, auch nicht mit der Khutbah Freitag. Okay? Das heißt natürlich nicht, dass wenn ab jetzt heute Abend deine Frau oder jemandem was schenkt, dass er deswegen gedacht hat, dass er sich irgendwie verabscheut. Aber das ist eine Sache, die, wie gesagt, die kann man selbst ausprobieren. Und noch besonders intensiver, oder wie sagt man, noch wirksamer sind solche Geschenke, als wenn die Person etwas schenkt, was sie selbst gerne hat. Wenn du etwas, was du sehr gerne, zum Beispiel hast du ein ganz spezielles Parfüm, was eigentlich mit zu niemandem hergeht. Und das ist für dich so wertvoll, dass du es eigentlich nicht mehr selbst mehr benutzt. Du stellst es nur noch dahin und du benutzt es gar nicht mehr. Wahrscheinlich läuft es ab, wenn es ablaufen würde, noch bevor du es benutzt hast. Oder es fällt runter, geht kaputt, bevor du es benutzt hast. Ja? So wertvoll. Wenn du davon etwas jemandem gibst, was eben eine Rarität ist, dann die Person wird sehr, sehr beeindruckt sein und wird sich sehr, sehr freuen, obwohl es nur ein kleines Geschenk ist, also Parfüm oder was ist. Also ideal ist natürlich, wenn du weißt, was die andere Person gerne mag, wenn sie gerne liest, wenn sie gerne irgendwas isst oder was auch immer. Also Geschenke geben sind eine Sache, wodurch man die Herzen miteinander vereint. Deswegen sagt er, tahadau tahabu. Das heißt, beschenkt euch gegenseitig, dann werdet ihr euch auch lieben. Und dann sagt der Prophet, wie es eigentlich sein soll, er sagt, seid Allahs Diener und Geschwister untereinander. Allah subhanahu wa ta'ala sagte auch im Koran, in Surat al-Hujurat, innama al-mu'minuna ikhwa. Die Gläubigen sind Geschwister. Die Gläubigen sind Geschwister. Und die Geschwisterlichkeit unter den gläubigen Brüdern ist stärker als die Geschwisterlichkeit unter 2 Leuten, die tatsächlich die gleichen Eltern haben. Und der Beweis ist, dass was die Sahaba radiallahu ta'ala anhu gemacht haben. Und die sind unser Vorbild. Weil wenn jemand sagt, okay, bei mir, ich empfinde das nicht so, ich empfinde nicht, dass ich meinen muslimischen Bruder mehr mag als meinen Blutsbruder, das ist ja kein Maßstab. Der Maßstab ist, sind unsere Vorbilder. Nur dann sind zufrieden sein. Und manche von Ihnen, liebe Geschwister, wie wir auch in der Sira gelernt haben oder lernen werden, sie haben extra in Badr oder anderswo in den Schlachten ihre eigenen Verwandten gesucht. Also von den Kuffar, damit sie sie erledigen auf dem Schlachtfeld. Ja? Warum? Weil sie dadurch Allah zeigen wollten, dass auch wenn sie mit ihnen blutsverwandt sind, spielt diese Blutsverwandtschaft keine Rolle mehr, wenn es um Allahs Anordnung geht. Das ist, wenn das Herz natürlich vollkommen erobert ist von Allah subhanahu wa ta'ala. Aber wenn das Herz vollkommen erfüllt ist mit Iman und Liebe zu Allah, dann wird niemand etwas machen können, was Allah nicht mag. Das geht ja gar nicht. Weil das Herz ist schon erfüllt. Anders ist es, wenn das Herz teilweise erfüllt ist mit Iman, teilweise erfüllt ist mit Liebe zu Allah und teilweise erfüllt ist mit Liebe zu anderen Dingen. Dann kann natürlich dieser Teil des Herzens wie eine Krankheit wirken, wie ein Virus, der verbreitet sich im Körper und dann ist das ganze Herz in manchen Situationen einfach nicht mehr funktionsfähig. Er sagte sallallahu alaihi wa sallam, um das, was er vorher gesagt hat, zusammenzufassen, Al-Muslimu Achu al-Muslim. Ach ist der Bruder. Ihr wisst doch, die Leute sagen immer Achi. Achi. Dieses Wort, dieses Ja am Ende, Achi, ja, das bedeutet, oder das I am Ende, das Deutsch sagen möchte, das ist mein, das ist ein Possessivpronomen. Ja. Das heißt also, wie sagt man auf Deutsch, Besitzanzeigendes Fürwort. Ja. Also das ist man einfach
mein, dein, sein. Achi ist mein Bruder. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt, al-Muslimu, ach, al-Muslim. Der Muslim ist Bruder des Muslims. So einfach die arabische Sprache. Ganz einfach. Und die Leute von euch, die Arabisch lernen, Freitagabend, die wissen, dass die arabische Sprache ist viel einfacher als manche Leute. Weil manche Leute, die kommen und erzählen, Arabisch ist so kompliziert, Arabisch ist so schwer, das ist so, die Araber, die können nicht mal selbst Arabisch und weiß nicht was, und wenn du Arabisch lernst, niemand versteht dich, weil die sprechen so kein Arabisch. Also manche Leute, die übertreiben das Ganze, dass du am Ende denkst, die arabische Sprache ist wirklich eine Sache, die man nicht lernen kann. Sie muss vom Himmel fallen auf das Herz und dann kann man erst Arabisch sprechen. Ja? Und die Wahrheit, liebe Geschwister, dass das stimmt, dass die arabische Sprache eine mächtige Sprache ist, was den Wortschatz angeht und die Ausdrucksweise angeht. Aber das gibt es in anderen Sprachen ebenfalls. Das gibt es in anderen Sprachen ebenfalls, ja. Weil manche Leute kommen und sagen, man kann bestimmte Texte nicht übersetzen. Man kann den Koran eigentlich gar nicht übersetzen, sagt sie. Ja? Das stimmt nicht. Man kann den Koran sehr wohl übersetzen. Ja? Sonst gäbe es keine Übersetzungen. Und sonst könnten wir die ganzen Übersetzungen abschaffen. Sondern Übersetzungen gibt es. Nur der Punkt ist, was du nicht erreichen kannst, ist vielleicht, dass du ein Wort im Arabischen findest. Und dieses Wort habe ich, also im Koran gibt es zum Beispiel ein arabisches Wort. Dieses arabische Wort hat zum Beispiel, sagen wir mal, vier Bedeutungen. Vier Bedeutungen. Aber die entscheidende Bedeutung ist eine. Okay? Eine entscheidende und drei Bedeutungen im Hintergrund. Jetzt kommt die deutsche Sprache und du möchtest jetzt ein Wort finden, das dieses Wort wiedergibt. Du findest sehr wohl in den meisten Fällen ein Wort, das die entscheidende eine Bedeutung wiedergibt. Zweifellos. Nur, du findest nicht vielleicht das Wort, was auch im Hintergrund wieder Bedeutungen hat, drei Bedeutungen hat, die den anderen wieder übereinstimmen. Versteht ihr? Im Arabischen eine entscheidende Bedeutung, drei im Hintergrund. Im Deutschen eine entscheidende Bedeutung, aber die anderen im Hintergrund passen nicht mit den anderen im Hintergrund. Das heißt aber nicht, dass man nicht übersetzen kann. Natürlich kann man übersetzen. Also das stimmt überhaupt nicht, wenn man sagt, weil manche Leute haben sogar Angst zu schreiben, wenn sie den Koran übersetzen, dann haben sie sogar Angst zu schreiben, Übersetzung. Also, wenn du das nicht übersetzen kannst, dann lass es bleiben. Ja? Aber eine Übersetzung ist eine Übersetzung. Und das gibt das Übersetzen ist eine Wissenschaft an sich. Und wer sich damit nicht auskennt, soll natürlich die Finger davon lassen. Aber er soll nicht anderen Leuten vorwerfen, die es kennen, dass sie es nicht können, nur weil er es selbst nicht kann. Ich gebe euch ein Beispiel dafür, damit ihr wisst, was ich damit meine. Zum Beispiel das Wort im Arabischen Kitab. Das Wort Kitab. So, wunderbar. Wer von euch weiß, was das Wort Kitab bedeutet? Von denen, die kein Arabisch sprechen. Wunderbar, wunderbar. Du hast gesagt Buch. Richtig? Wunderbar. Würde jemand das anders übersetzen als Buch? Kitab. Auf Deutsch. Würde jemand ein anderes Wort suchen im Deutschen als Buch? Gibt es Hintergrund? Gibt es mehrere Bedeutungen? Nein, Kitab ist eine Sache. Kitab ist eine Sache. Okay? Aber das ist schon mal wunderbar. Kein anderer würde jetzt normalerweise auf die Idee kommen, das Wort Kitab anders zu übersetzen als Buch. Das ist die Bedeutung, die im Vordergrund steht. Im Arabischen steckt aber jetzt noch was dahinter. Warum? Was heißt denn auf Arabisch, manche machen ja Arabisch, ne? Was heißt denn auf Arabisch schreiben? Kataba. Wunderbar, Kataba. Kataba heißt schreiben. Merkst du Kitabe und Kataba? Da steckt was ähnlich, also ziemlich stark. Drei Buchstaben davon sind gleich. Nur noch ein Alef bei Kitabe noch drin. So. Das heißt also, du kannst auch sagen, Kitab auf Arabisch ist etwas Geschriebenes. Etwas, das man geschrieben hat, ist ein Kitab. Ja? Diese Wortbedeutung steckt im Arabischen, im deutschen Wort Buch nicht drin, soweit ich informiert bin. Also ich kenne mich jetzt in der Morphologie vom Wort Buch nicht so gut aus. Ja? Aber im Deutschen würde man sagen, Geschriebenes, etwas Geschriebenes. Kitab kann auch bedeuten ein Brief, weil der ist auch etwas Geschriebenes. Ja? Insofern will ich nur damit sagen. Aber wenn jetzt zum Beispiel Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, inna anzalnahu Quran, oder Allah sagte, dieser Koran ist ein Kitab Mubin, ein deutliches Kitab. Es kommt keiner auf die Idee, das Wort Kitab mit Brief zu übersetzen, oder? Ein Buch.
Ein Buch, fertig. Ein Buch, ein deutliches Buch. Das, was ich damit sagen will, die entscheidende Bedeutung geht da das Buch. Im Hintergrund steht geschrieben, Brief, was ich weiß. Sogar auferlegt, Katabah kann sogar bedeuten, zur Pflicht gemacht. Steht auch im Hintergrund. Aber das hat mit der Bedeutung nichts zu tun. Du brauchst im Deutschen jetzt kein Wort zu finden, was bedeutet Buch und gleichzeitig etwas Geschriebenes, etwas Auferlegtes und etwas, das brauchst du gar nicht. Deswegen braucht man in dieser Hinsicht nicht übertreiben, wie manche Leute es leider machen. Des Weiteren sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, der Muslim ist Bruder eines Muslims, er behandelt ihn nicht ungerecht. Liebe Geschwister, Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit ist ein Thema, das die Philosophen unglaublich beschäftigt. Weil die Frage ist, was bedeutet überhaupt Gerechtigkeit? Unser Problem ist, dass der Mensch ein unterschiedliches Gerechtigkeitsempfinden hat. Ja? Der Mensch hat ein unterschiedliches Gerechtigkeitsempfinden. Was du als gerecht empfindest, findet dein Bruder vielleicht nicht gerecht. Und deswegen gibt es auch verschiedene Auslegungen von der Definition von was gerecht ist. Ja? Die eigentliche Bedeutung von gerecht ist, dass du gemäß dem Recht urteilst. Das heißt, egal wie das Recht ist, egal wie gerecht das Recht ist, solange du nach dem Recht urteilst, bist du gerecht. Das ist die Wortbedeutung dieses Wortes. Damit wir aber diesem Problem aus dem Weg gehen im Islam, hat uns Allah subhanahu wa ta'ala ein Buch herabgenommen und hat gesagt, ذَلِكَ الْكِتَاب لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ. Er sagte, dies ist das Buch, an dem es keinen Zweifel gibt, es ist eine Rechtleitung für die Gottesfürchtigen. Das bedeutet, wenn du dich an diesem Buch orientierst, dann bist du auf dem richtigen Weg. Wenn du dich an diesem Buch orientierst, bist du recht geleitet. Wenn du dich an diesem Buch orientierst, bist du gerecht. Punkt. Und uns interessiert natürlich die Gerechtigkeit im Sinne des Islam. Uns interessiert die Gerechtigkeit, wie Allah subhanahu wa ta'ala sie für sich oder für uns definiert hat. Das ist, was für uns Gerechtigkeit also bedeutet. Insofern, wenn man seinen Muslim nicht ungerecht behandeln möchte, dann muss man wissen, was seine Pflichten sind ihm gegenüber, man muss wissen, welche Rechte ein Muslim einem selbst gegenüber hat, und dann berücksichtigt man sie, wie zum Beispiel, wenn dein Muslim dich eingeladen hat, dann folgst du seiner Einladung, besonders wenn es um eine Hochzeit geht, bist du deinen Muslim zur Hochzeit eingeladen, wobei wir heutzutage hinzufügen müssen, solange bei der Hochzeit nichts Verbotenes passiert. Also wenn bei einer Hochzeit natürlich Männer und Frauen gemischt sind, oder bei einer Hochzeit die Frauen gesehen werden können von den Männern, ohne dass irgendwie da versucht wird, das zu trennen. Oder wenn heutzutage verbotene Musik gespielt wird oder was auch immer, irgendwas, was Verbotenes gemacht wird auf der Hochzeit, dann natürlich bist du überhaupt nicht verpflichtet, dorthin zu gehen, es sei denn, du kannst dieses Unheil, diesen Munkar beseitigen, wie wir in dem vorigen Hadith schon bereits gelernt haben. Des Weiteren, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, وَلَا يَخْذُلُهُ. Das heißt, der Muslim, sagt man, er lässt seinen gläubigen Bruder nicht im Stich. Und gemeint ist, wenn er ihn um Hilfe bittet. Wenn er um Hilfe bittet, wenn er ihn braucht, dann lässt er ihn nicht im Stich, sondern er ist ihm stets zu Diensten, wie man so schön auf Deutsch sagt. Stets zu Diensten. Und gerade wenn er ihn braucht, dann zeigt sich die Brüderlichkeit am meisten, wenn du im Stich gelassen bist und dann kommt dein Bruder und hilft dir. Dein Bruder kommt und hilft dir, wenn er dich also gerade dringend braucht. Ja. Und das kann natürlich verpflichtend sein, kann auch sein, manchmal nicht verpflichtend. Also zum Beispiel, wenn er zum Beispiel Hilfe braucht von ein, zwei Leuten, dann muss nicht da springen, sondern reicht, wenn manche Leute diese Aufgabe übernehmen. Dann, liebe Geschwister, eine ganz wichtige Sache. وَلَا يَحْقِرُهُ. Das heißt, der Muslim demütigt, erniedrigt nicht seinen gläubigen Bruder. Weil die Erniedrigung, wie zum Beispiel, dass man ihm etwas sagt, was er verabscheut, gerade vor anderen Leuten, indem man ihn bloßstellt, oder indem man ihm auf seinen Fehler hinweist, vor anderen Leuten, was ihn sozusagen erniedrigt.
oder indem man irgendetwas macht, was er verabscheut. Natürlich manchmal, man verabscheut auch etwas, was richtig ist, aber wir gehen jetzt vom normalen Fall aus. Ein Muslim, der normale Fall eines Muslims ist, dass er etwas, was Allah subhanahu wa ta'ala liebt, er liebt es. Und etwas, was Allah nicht liebt, liebt er nicht. Okay? Aber es gibt natürlich auch Menschen, deren Iman nicht vollkommen ist. Und es gibt Menschen, wenn du sie auf etwas hinweist, was Allah subhanahu wa ta'ala nicht liebt und was er trotzdem tut, dann verhält er sich eben nicht so, wie ein Muslim sich normalerweise verhalten soll. Sowas gibt es auch. Aber dieser Fall, den lassen wir mal außer Acht. Aber über den haben wir auch, denke ich, ausführlich genug gesprochen, als wir über die Beseitigung des Munkar gesprochen haben. Was oder wie gefährlich es ist, seinen eigenen Bruder zu geringschätzen, ihn zu beleidigen oder ihn irgendwie zu demütigen, das heißt klein zu machen, indem man ihn zum Beispiel beschimpft oder etwas ähnliches, oder auch ein Gesichtsausdruck reicht schon. Zum Beispiel, wenn dein Bruder dich von dem dich anspricht und das, was du machst, ist so ungefähr, geh weg von mir, mach so eine Handbewegung. Ja? Solche Dinge, die können so einen starken Einfluss haben auf das Herz, dass die eine Person die andere gar nicht mehr sehen will. Ja? Vielleicht wochenlang, monatelang, und du wunderst dich bei manchen Leuten, dass sie Streit untereinander haben, und dann sagst du, und wenn du dann versuchst herauszufinden, was eigentlich der eigentliche Grund war, dann war das gar nicht so was Schlimmes. Also es war nicht so, dass er gekommen ist und hat ihn geschlagen oder so, ja, oder hat ihn irgendwie mit dem Messer bedroht, sondern es reicht schon manchmal ein Blick oder ein falsches Wort, dass eine Person falsch versteht, das schon dazu führt, dass man sich aus dem Weg geht. Und das ist, nämlich ist da fast noch viel schlimmer, als wenn man etwas Direktes sagt, wofür man sich nachher auch entschuldigen kann. Der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wa sallam, sagte, At-Taqwa ha-huna, er sagte, die Gottesfurcht befindet sich hier. Und er zeigte dabei auf seine Brust. Und er sagte das dreimal. Der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, hat uns in einem wunderbaren, schönen Hadith, den wir auch noch, inshallah, uns genauer anschauen werden, von einem Nu'man ibn Bashir, radiallahu ta'ala anhu, hat er gesagt, dass es gibt ein Stück Fleisch im Herzen. Wenn dieses Stück Fleisch in Ordnung ist, dann sind auch alle anderen Taten, die der Mensch macht, in Ordnung. Oder dann ist auch der gesamte Körper in Ordnung. Und er sagte, damit ist das Herz gemeint. Dieses Stück Fleisch, Herz ist damit gemeint. Und das Herz, dort befindet sich die Taqwa, die Gottesfurcht. Und wie das ist, Allah weiß am besten Bescheid. Wir wissen nicht viel. Du weißt gar nicht, was Gottesfurcht ist. Du kannst die Gottesfurcht nur beschreiben. Du kannst sagen, Gottesfurcht ist etwas, das, wenn man es hat, bei sich im Herzen, bringt einen dazu, dass man nichts Verbotenes tut und die Pflichten Allahs erfüllt. Das ist Taqwa. Ja? Aber du kannst nicht sagen, was es ist, also konkret. Du kannst nur sagen, es ist eine Eigenschaft eines Menschen, die so und so. Genauso wie der Begriff Hadath im Fiqh. Du sagst, eine Person ist Muhdith, das heißt, die ist unrein, würde man sagen. Also das Fachwort ist Muhdith. Und wenn du sagst, ja, was heißt denn das jetzt unrein? Darf er jetzt niemanden anfassen, wird er dann dreckig oder was? Nein, du sagst, das ist eine Eigenschaft bei einem Menschen, die, wenn er sie hat, diese Eigenschaft, dann darf er nicht beten. Also Salah machen darf er nicht damit. Ja. Aber was ist genau Hadath? Das ist eine Sache, die man nicht sehen kann. Das ist eine Sache, über die man nur urteilen kann, die man nur beschreiben kann. Auch hat Allah subhanahu wa ta'ala sagte, نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. Allah sagte über Jibril a.s. und den Koran, er sagte, er ist mit ihm, mit dem Koran, herabgestiegen auf dein Herz. Auf dein Herz. Und manche Leute sagen sich, ja, aber das kann doch nicht sein. Der Koran ist doch, wenn man etwas auswendig lernt, dann ist doch das Gedächtnis hier oben im Hirn und nicht irgendwo im Herzen. Ja? Und über solche Sachen, liebe Geschwister, da sollte man sich am besten zurückhalten, denn wenn Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat,